Hand zurück. Einmal rückwärts richten. Wo sich die Brustmaserung abzeigt, der Schlund reinläuft. Hier ist gerade, da ist nach der Seite, hier drückt es nach der Seite. Also, was wir auch gesagt haben, kuppeln und einfach wieder rein. Ich muss bei all diesen Parken sein. Also nur hier, auch wenn ihr mal vom Hänger nicht runter wollt. Wir bringen auch unsere Pferden mit so einem Martingal, mit Strohband hier aneinander binden. Das rückwärts und laufen unterm Sattelwagen. Das ist eine Stunde, dann hat er das alles begriffen. Du nimmst das Pferd, stellst es nur am Zügel und ziehst dann den Martingal, wo wir dann genau an diesen Punkten so kleine Lederknaufen angenäht haben, die Kugeln. Und dann nimmst du diesen Reflex und dann geht er automatisch, wenn er am Zügel steht und steht, und du gibst mir Hilfe für seine Erinnerung. Alles, was man dreimal nacheinander macht, vergisst du. Darum ist es auch so, wenn ich so Pferde habe, die auf einmal nicht mehr piaffieren können und so weiter, so zustellen, bringen wir das mit total irre Hilfen bei, wie es funktioniert. Und dann lassen wir die eine halbe Stunde zufrieden und dann überspielen wir das mit richtigen Hilfen. Ein Pferd kann schlecht vergessen. Hier drin, okay, eine ganze Reihe rote Blasen. Wenn sie kommen. Die Zähne sind noch nicht scharf, aber die Zähne sind unregelmäßig abgetaut. Ein Wellengebiss. Bitte? Und schöne Grüße an den Schmied. Man zieht niemals die Eisen, wenn sie zu lang sind, runter. Die werden abgeschnitten, weit gelegt und nach hinten. Die zahlt ein und wenn der Strahl nachwächst, drückt das. Da kommen Steine zwischen. Das ist luschig. Er soll die Flex nehmen und soll die hier abkürzen und gerade stehen. Geh nach hin und weg. Das ist genau die Stelle, nämlich, wo die Sense kommt. Die ganze Zeit war das schon nicht. Jetzt geht es gut. Ich habe schon alles erlebt. Ich habe ein Pferd eingelegt, schlägt auf und der nächste Lauf liegt mit Eisen, genau vom Schädel. Die hat auch 10 Minuten gebraucht, um dass sie wieder zu uns kommt. Der haut lieber in die Leute rein wie in ein Fahrzeug. Ich habe mein Auto verkauft und kriege Weihnachten neues. Es ist mir egal, ob da die Bäume reinkommen. Einen haben wir noch. Einmal drehen. Gratuliere, dieses Stückchen tut's. Nie zwei Legierungen. Ihr wolltet ihm was Gutes tun, dass es ein bisschen süßlich und weich ist im Maul, dass er mehr kaut. Und dazu tut ihm nochmal was Gutes, neben dem Edelstahlgebiss, das rein Edelstahl ist. Hier kommt jetzt auch schon Nickel durch, das ist eine ganz scharfe Brühe. Niemals zwei Legierungen nehmen. Wenn ihr einen Handwerker zu Hause hättet, zum Beispiel einen Dachdecker, der würde euch das auch beibringen, dass ein Kupferfirst mit Zinn Dachrinne Scheiße gibt, dann regnet es durch in 2 Jahren. So beißt es auch im Maul.
Was machst du jetzt mit diesem Gebiss? Nimmst das Gebiss raus, schmeißt das nicht weg, die sind teuer. Nimmst du eine gute Handtasche und machst dir der Griffe vorne, bis du nächstes Jahr voll im Boden fällt. Das ist Bescheid. So, wo ist das alles? Ja, gut, auf dem Turnier nicht. Auch Nachplan, wie wenige sagen, die ganzen Leute. Gehen so funktioniert jede Batterie. Ihr kennt das von rechts aus, Salle. So, siehst du. Das war die falsche Seite, wie bei der Politik. So ein bisschen gerade hinstellen auf der Straße. Nee, rechts. Ja, die beiden auf dem Weg. Lauf doch einfach auf dem Weg. Siehst du, das ist viel zu eng vorne. Das ist eigentlich drei Finger. Du musst vorne 1,5 cm. Was haben wir denn überhaupt für ein Blatt dran? Wisst ihr nicht, wie lang das jetzt ist? Müsste eigentlich passen für den Popo. Aber der kommt mir sehr kurz vor, der fällt sehr kurz aus. Ich hätte so ein bisschen ein 16er Lager und du brauchst tatsächlich für deinen allerwertesten 17,5er. Also ich hätte an deiner Stelle ein rotenlängeres Blatt genommen, wenn ich mir einen Sand kaufe. Aber da der noch nicht so alt ist. Vorne etwas weiden, Zentimeter weiden und den Rest mit Kalk ein bisschen ausgleichen. Da sitzt du zu tief und dann kriegt er zu viel Haue drin. Und dann hast du den nachher hier klemmig und die können die Beine nicht hoch genug. Meistens werden sie dann vorne auch noch flacher im Sprung, weil sie schneller wieder aufkommen sollen. Das geht mit Luft. Probleme gehabt von der Schulter mit dem Karpalgelenk rechts. Mein Hals ist optimal. Die Haube sitzt super gerade. Das müsste eigentlich gehen. Du musst wieder Gas geben. Und? Wenn sie auf den Koppel läuft, hält die auf den Kopf ganz schief. Wenn sie rennt, Sie hat auch die Schießen. Schätzelein, und wenn du schießt, bist, wie soll das Pferd? Gucken. Du hast da die Schiefe weg. An der anderen Seite drückst du zu doll. Wie soll er da hinwollen? Mach die Seite, die rechte Seite, einen halben Loch länger und links einen halben Loch kürzer. Vom Sattel. Und wenn du ein, zwei Mal geritten hast, läuft sich das hier auch. Und beim Fernsehgucken hinsetzen und mit auf der Seite liegen. Das holt ihr euch alle beim Fernsehgucken. Die Sofas müssen verboten sein. Du heiratest so eine Frau und dann hast du nachher einen steifen Hals. Das habe ich widerlegt. Da kannst du gar nicht gegen umsatteln.